بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Liebe Geschwister, die Frage lautet: Was ist der Grund für die Entstehung von Hanna nach dem Schlaf? Es gibt viele Leute, wenn die aufstehen nach dem Schlaf, die finden in ihre Hände oder sogar auch in ihre Füße Spuren von Hanna. Diese Farbe, rote Farbe. Und die meisten, die denken, dass das ein Karama, eine Sache, die von Engel ist, von Al-Malaika. Und das ist einfach nur Märchen. Manche denken, das ist eine gute Sache und ich bin ein Wali für Allah Azza wa Jal und so weiter und so fort. Hada kulluhu khurafa. Sowas darf man nicht glauben. Aber also viele Leute, die mit Ruqya beschäftigt sind, meine ich damit, die Ruqya machen, die sagen, diese Spuren von Hanna, und also meisten oder die meisten, die das bekommen, sind Frauen, subhanallah. Die meisten sind Frauen. Und es gibt auch manche Zeichen für die Frauen, die das auch bekommen, dass die viele Albträume, also in ihre Träume sehen, insbesondere, dass die mit einem Djinn verheiratet sind. Ein Al-Djinn al-Ashiq, ein Djinn, der in eine Frau verliebt ist. Sie sieht in ihrem Traum, dass sie mit ihm verheiratet ist und so weiter und so fort, Hochzeiten und solche Sachen. Das heißt, diese Djinn also will, dass er mit dieser Frau heiraten. Und das eigentlich ist es nicht erlaubt, weil das ist zwei verschiedene Welten, Alamul Jinn und Alamul Ins. Außer wenn ein Shaitan solche Sachen möchte. Und man findet auch so viele Frauen, die sind selber schuld. Warum? Weil die kein Adhkar machen. Die beten auch nicht pünktlich, die lesen auch nicht so oft Koran und so weiter. Deshalb, liebe Geschwister, bei sowas kann man nicht 100% sagen, dass das eine also Jinn der Ashiq ist. Aber das kann auch sein, Allahu a'lam, das kann auch sein. Und auch also obwohl das auch bei vielen Schwestern schon auch passiert ist, dass sie einfach wach sind und die finden diese Spuren von Hanna. Und sogar sagen die, ich habe sogar auch kein Hanna zu Hause. Yani, das ist eine Sache, die richtig komisch ist. Aber es gibt auch eine Sache, die man auch wissen muss, das kann nicht immer Hanna sein. Außer wenn eine Frau oder eine Schwester richtig sicher ist und sagt, dass das Hanna ist. Und wie kann man das wissen, dass das Hanna ist? Wenn das nach Hanna riecht und auch diese Farbe, die auch Al-Hinna hat. Und wie gesagt, also es gibt manche Leute, die manche Krankheiten haben, meine ich damit diese organische Krankheiten. Weil diese Farben kann man auch bekommen, wenn jemand also Leberkrankheit hat oder auch Blutkrankheit auch hat, weil es gibt auch also viele Leute, die bekommen auch solche Flecken oder solche Farben, die mit Mangel von Vitaminen haben, besonders diese heißt das Kollagen oder wie das heißt, Allahu a'lam, Hauptsache ein Vitamin, der mit Blut zu tun hat,
Wenn man das nicht im Blut hat oder im Leber hat, dann bekommt man solche Farbe. Deshalb, liebe Geschwister, wie gesagt, also das kann sein, dass ein Djinn, der möchte diese Frau zum Beispiel haben. Besonders, wenn die Frau, also sie merkt gar nichts, auch wenn sie Rückkehr hat oder macht, sie hat keine Spuren von dass sie besessen ist oder so. Aber das ist auch ein Zeichen, dass das ein Versuch von ihm, dass er also diese Frau haben möchte. Deshalb macht er auch diese Zeichen und sagt, oder er macht solche Sachen, damit er auch als Zeichen gibt, dass ich es dich haben möchte. Es gibt also, wie gesagt, also solche Sachen, die man manchmal nicht richtig 100% erklären können, weil wir nicht richtige Beweise haben. Deshalb ist es immer, oder auch es gibt auch manche Rukate, die sagen, also die Frau oder der Mann bekommt diese Farbe oder diese Henna, das ist ein Zeichen, dass er viele Probleme also hat, insbesondere also wenn er arbeiten will, klappt das nicht, wenn er auch also heiraten will, also auch genauso klappt gar nichts bei ihm. Deshalb, liebe Geschwister, ich sage immer, die beste Heilung und die beste Sache, was man machen kann, dass man Al-Adhkar macht, dass man also Al-Ruqya Shar'iyya auch macht. Und Al-Ruqya Shar'iyya meine ich damit, dass du für dich selber Al-Ruqya machst. Und auch, dass du, bevor man schläft, dann macht man erstens Wudu und auch liest man Ayatul Kursi und auch, was auch Muhammad sallallahu alaihi wasallam jeden Tag auch gemacht hat, bevor er schläft. Yani yaqra Surat al-Ikhlas, Qul huwa Allahu Ahad, und Surat al-Falaq, und Surat al-Nas in seinen also Hände. Und dann macht ein bisschen die Pusten und streichelt seinen ganzen Körper. Er macht das dreimal. Und wenn man sowas macht, Alhamdulillah, Allah, bekommt man kein Aschik, kein Sihr, kein Ein, kein Gar, also kann man nichts also bekommen, weil Allah Azza wa Jal schützt dich. Und auch, es gibt auch also manche Leute, die auch fast nackt schlafen. Die müssen auch versuchen, dass sie nicht so auch schlafen, besonders die Frauen. Die meisten Frauen, die das haben, diese Aschik haben, die sind so, die schlafen so, oder die denken, dass sie einfach allein sind, und auf einmal, die bekommen sowas, ein Aschik Jinni. Weil ihr wisst, wie die Shayatin sind, subhanallah. Und auch Al-Muhafadha ala Salah fi waqtiha, dass man pünktlich betet. Dass man auch also richtig pünktlich betet. Warum? Weil, schau mal, es gibt auch also manche Ausnahmen, die auch bei Männern sind. Das heißt, es gibt auch ein Jinni, die Aashika ist. Aber das findet man selten. Nicht wie bei der Frau. Oder auch Qira'at Surat al-Baqarah. Yani auch sehr wichtig, subhanallah. Und auch laufen lassen zu Hause. Es gibt ein Hadith, Rawah Muslim, an Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, قال, إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. Das heißt, wenn man Surat al-Baqarah selber liest oder laufen lassen, da kommt nicht der Shaitan in diesem Haus rein. Warum? Weil ihm das stört. Deshalb, lieber Bruder und Schwester, es ist immer besser, dass man unser Adhkar macht,
unsere guten Taten macht, und das ist unsere Heilung eigentlich, subhanallah. Und das ist auch unser Schutz. Yani, bevor man krank wird, machen wir diese Rezepte, was uns Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat. فاللهم احمينا واسترنا وابعدنا عن العين والسحر وابعدنا عن الشياطين واجعلنا ممن يتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته